willkommen zum großen Finale der Live Extreme Series. Wir sind hier in Nordkalifornien für das wichtigste Rennen des Jahres. Bei diesem Großevent treten die Topfahrer der Motor Nation gegen ihre größten Rivalen an, um zu klären, wer der König ist. Du willst die Motor Nation beherrschen? Dann musst du es dir jetzt und hier verdienen. So einfach wirst du es mir doch nicht machen, oder? Du bist wohl erst zufrieden, wenn du überall Champion bist, hä? Okay, mal sehen, ob du es noch drauf hast. Glaub ja nicht, ich schone dich, nur weil ich dich gern hab. Heiliger Strohsack, das ist ein verdammt gutes Rennen. Einmal hast du mich überholt. Nie wieder. Jetzt zahle ich es dir heim. Noch eine Krone überlasse ich dir nicht. Mann, das wird echt persönlich mit dem Kerl, oder? Diesmal halte ich mich nicht zurück. Gehe aufs Ganze, Junge. Das tue ich immer. Wie ich sehe, hast du trainiert? Punkte, keine Tricks, nur du und ich in einem puren Rennen. Und es geht auf Zeit.
halte dich bloß nicht zurück. Sehe, gehst du immer noch aufs Ganze. Erlaube mir, den begangenen Fehler zu korrigieren. Es ist mir eine Freude, dich als Champion zu verhindern. Clarence, du bist nur ein schlechter Verlierer. Nein, ich bin ein klasse Fahrer und das werde ich deinem Ex-Schützling zeigen. Fahren wir jetzt gemütlich spazieren? Da habt ihr es, Leute. Ein neuer Champion, der aus dem Stand alles geholt hat und König der Motor Nation wurde. Wir haben ein paar Leute gefragt, die unseren Champion kennen, was sie über ihn denken. Er hat's verdient. Er ist absolut zuverlässig und ein verdammt guter Pilot. Das hat er von Anfang an bewiesen. Ist schon okay. Aber ich wäre für mehr oben und weniger unten. Ich gebe mich nur mit Siegern ab. Und die Sieger gerne mit mir. Denn das Geheimnis ist harte Arbeit. Und sie sind bereit, diese zu investieren. Und glaubt ja nicht, dass ihr mich überholen könnt. Unser Champ schon, aber der ist einmalig. Der? Der ist fake. Genau wie all die Rennstrecken, auf denen er Champion genannt wird. Wenn er wirklich ein Rennen gegen mich will, weiß ja, wo er mich findet. Er hat viel für die Familie getan. Und Rennen fährt er auch nicht so schlecht. Ob er gut ist? Klar, aber da ist noch mehr. Er ist jetzt mein Freund. Sieh dir nur dieses Auto an, wenn du wissen willst, wie talentiert er ist. Ich habe den Champ von Anfang an begleitet, als wir noch voll die Nobodies waren. Ich wusste es. Ich wusste immer, dass er es drauf hat. Können, Entschlossenheit, Ehrgeiz, das volle Programm. Sieh ihn dir an. Nicht schlecht für ein paar Nobodies, findest du nicht auch? So, wie ist es, neuer Champion der Life Extreme Series und Chef der Motor Nation zu sein? Sicher bist du sehr stolz auf das, was du geschafft hast.
Thank you.